heutige Folge wird gesponsert von der Imkerei Florian Müller. Florian ist seit über 25 Jahren Imker und Mitglied im Deutschen Berufsimkerbund sowie der Gemeinschaft Europäischer Backfastimker. Wenn ihr überlegt, fürs nächste Jahr euch hochwertige Königin zu besorgen, dann ist es sicher sinnvoll, sich jetzt schon mal drum zu kümmern. Viele der sehr guten Züchter nehmen schon Vorbestellungen fürs nächste Jahr an und bei Florian bekommt ihr hervorragende Königin, die alle mit einem Abstammungsnachweis kommen. Ihr könnt bei Florian auf der Seite kasperlandbienen.de die Königin jetzt schon vorbestellen. Es gibt unbegattete, standbegattete und natürlich auch Belegstellenkönigin. Wenn ihr plant, euch Backfasskönigin fürs nächste Jahr zu besorgen, schaut gerne mal auf seiner Seite vorbei. Den Link tue ich unten in die Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann willkommen zum Interview mit einem Imker Folge 2. Wir haben heute zu Gast Lasse. Herzlich willkommen. Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht magst du dich vorstellen, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja, ich bin Lasse, bin 30 Jahre alt, komme aus, also zwischen Hamburg und Lübeck, relativ mittig, ein kleines Dorf. Und Imker jetzt seit 2010, 11 so um den Dreh, aber die letzten, so richtig intensiv so, die letzten 3-4 Jahre, wo es so ein bisschen größer wurde dann auch. Ein bisschen größer. Es ist immer relativ, ne? Also, ja. Wie hast du angefangen? Also so als erste Folge? Damals schon als Jugendlicher und so Gemüse angebaut und so ein Kram, ein bisschen so auf Selbstversorger, weil komm mal vom Land, da ist das ja Standard, sag ich mal, die Oma hat das gemacht, hat mal mitgeholfen und so. Ja. Und dann irgendwo wollte ich auch mal eigenen Honig haben. Und dann angefangen erstmal mit Varé, sagt ihr das was? Ja, klar. Varé-Beuten hat ja auch Heubel noch lange Zeit gemacht. Da fängt man an, erstmal Oberträger, ne, dann machen die da Wildbau. Aber wenn du mal gucken willst, dann merkst du, okay, funktioniert irgendwie nicht. Du brauchst irgendwelche Rähmchen, die du ziehen kannst. Und dann eigene Rähmchen gebaut. Und irgendwann kam mal einer aus dem Züchterring hier aus dem Kreis auf mich zu und sagt, hier, du stehst in der Belegstelle, in die Bienen sofort weg. Oha, was ist denn nun los hier? Belegstelle, was ist das überhaupt? Ne? Mhm. Und dann mit dem ins Gespräch gekommen, der hat sich das angeguckt, hat gesagt, okay, sind alles Karnikabinen, ist in Ordnung, weil die haben halt hier, es ist schon sehr dicht, die Belegstelle, aber ich stehe halt auf der falschen Straßenseite. Der Radius ist relativ klein, also ich meine, die Drohnen fliegen ja viel weiter. Mhm. Ich glaube, es ist ein 1,5 Kilometer Radius oder so. Und dann auch im Verein eingetreten, Züchterung und so weiter. Und dann seitdem ist das auch so in Ordnung. Und dann bin ich halt auch umgestiegen auf Deutsch-Normalmaß, ist ja hier das Standard, ne? Ja. Segelberger-Format ist bei uns so gängig. Ich habe mir ein eigenes Format gebaut, also auch aus 11 Deutsch-Normalmaß-Rähmchen, aber halt nach Liebig von der Bauart mit den Griffleisten und keine Falz, um einfach ein bisschen besser kippen zu können und so. Okay, und dann hast du deine 2-3 Varé-Völker auf Deutsch Normal umgestellt und dann ging es weiter. Genau, das war dann auch so ein kleiner Akt, ne? Aber also man hätte natürlich auch Kunstschwämme machen können, aber damals versucht, die Rähmchen irgendwie umzubauen und so weiter. Ja. Hat dann auch funktioniert und dann war das war vielleicht 2013, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so, 13, 14 um den Dreh, als ich so auf den Imkerverein dann kam. Noch 2 Völker bei dem Häuptling da gekauft vom Imkerverein und ja, dann hatte ich irgendwie 4 und dann immer so ein bisschen verdoppelt. Ne? Ich meine, 4 auf 8 geht schnell. Ja. Dann hatte ich irgendwie so, vor 3 Jahren würde ich sagen, hatte ich noch so um die 30 Völker ausgewintert. Und ja, du denkst halt, also für mich war das immer so, am Anfang 4 Völker, man steckt da voll viel Arbeit rein. Ne? Man denkt sich, wie geht das denn überhaupt, über 100 Völker zu haben oder so. Und irgendwann, wenn du mehr Völker hast, dann arbeitest du halt anders. Damals habe ich noch gesagt, mehr als 30 und auch mein Vater hat gesagt, nee, das schaffst du gar nicht und so neben dem Job. Und irgendwann geht das halt doch, ne? Du wirst halt schneller und hast halt eine andere Betriebsweise und dann hat sich das immer so entwickelt. Ja, cool. Wo bist du jetzt angekommen? Wie viele hast du eingewintert, so Pi mal Daumen? Nein, ich habe ja schon gesagt, so zwischen 100 und 200. Mhm. Also sind noch deutlich weniger als 200, aber ja, irgendwo dazwischen. Überbleibt. Super. Also ich habe schon gesehen, 5 musste ich schon abräumen. Ja. Ja, ist halt leider so, ne? 1. Eins steht hier noch zu Hause, da sehe ich schon die Toten fallen. Das wird wahrscheinlich auch noch, aber gut, ich sag mal, unter 10% Verlust ist noch in Ordnung. So muss man halt rechnen. Ja, gerade. Wahrscheinlich auch so, ne? Oder?
Ja, klar, logisch. Dieses Jahr Gott sei Dank noch nicht, aber auch letztes Jahr hatte ich, habe ich selber Fehler gemacht. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mit Varomet angefangen, die Sommerbehandlung zu machen und war zu viel. Also die Schadschwelle war, es war schon alles so weit fortgeschritten, dass ich selbst mit 5, 6 Mal Varomet die Völker Oha. nicht bis zum Winter gekriegt habe. Nee. Aber gut, das, da muss man sich ein bisschen an die eigene Nase fassen und dann Ja. gucken. Und wenn man dann im Nachhinein auch versteht, dass das als Ganzjahreskonzept gedacht ist und man im Frühjahr anfängt zu behandeln und dann im Sommer nochmal und dann im Herbst nochmal. Mit dem Und Barometer meinst du jetzt, ne? genau, Ja, sondern das genau, es ist ist, ja da zugelassen. ja, genau, so dass die Frühjahrsbehandlung dann essentiell ist, damit man im Sommer nicht wie mit Ameisensäure mit einem großen Hammer draufhaut. Gut, aber Ja, dann genau. muss man sich an die eigene Nase fassen. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses Jahr sehen sie alle gut aus, bisher leben noch alle. Das ist doch gut. Ja. Ja. Was machst du im Moment? Honig verkaufen? Ich habe gesehen, du hast unheimlich viele Verkaufsstellen, auch in Supermärkten und so. Ja, also ich habe schon ein paar Supermärkte, ich glaube so um bei 15 Stück. Hofläden sind auch zwei, drei dabei. Das läuft auch ganz gut, aber es hängt echt davon ab, was für ein Klientel oder was für eine Kaufkraft da ist, ne? Okay. Also wir haben hier in der Nähe, gut, ich brauche jetzt ja keine Orte nennen, aber da ist das jetzt, ich will nicht sagen sozial schwach, auf gar keinen Fall, aber da wollen die Leute halt nicht 6,99 für ein Glas Honig bezahlen, wenn daneben einer steht, Import-Honig für 3,99 zum Beispiel, ne? Ja. Aber da ich in der Nähe zu Hamburg habe, da gibt es mal, guck mal, in Hamburg wohnen fast 2 Millionen Menschen, da hast du eine super, super Anlaufstelle, um deinen Honig auch an die Leute loszuwerden, die das Geld bezahlen. Und ja, also das meiste sind Supermärkte im Grunde. Und wie läuft das? Musst du selber auffüllen oder mit Nee, den? also gut, ich hab einen Markt, mit dem verstehe ich mich ganz gut, mit dem Marktleiter, da fülle ich auch mal selber auf Ja. und rufe mal an, frage mal, wie viel hast du noch? Aber den meisten läuft das so, das haben wir abgemacht, die rufen an, wenn sie Bedarf haben und dann komme ich relativ kurzfristig und liefere den Honig. Okay. Wie kommt man an sowas ran? Also ne, nicht, dass ich genug Honig Ja. hätte, um da rein, um sowas zu machen, aber für die, die es haben, wie läuft sowas? Also ganz ehrlich, also ich habe damals, ich bin jetzt nicht vom Messensbereich, wenn man sogar wenn man hingeht, aber dann hast du vielleicht nicht den Filialleiter da, sondern nur irgendeinen einen Angestellten und sagt dann, ja, komm noch mal wieder. Deswegen, ich habe Mails geschrieben, auch an größere Kaufland oder Famila. Also bei uns ist Famila ganz groß, größer vertreten. Rewe kommt man schlecht dran, aber einfach Mails geschrieben, angefragt, hier, ich bin regionaler Imker, produziere regionale Produkte. Ich meine, Regionalität ist im Moment ja nun mal ein Thema, ne? Klar. Bio auch, bin ich nicht so überzeugt von, aber klar, so kommt man dann da daran. Ein paar Proben gebracht, mal kurz geschnackt und dann bei den meisten, also es gab auch bisher eigentlich noch keine wirkliche Absage gehabt. So. Ach, cool. Also einfach mal versuchen. Ich meine, eine Ja. Mail schreiben kostet nichts. Nein, Machst dir eine nein, Vorlage, ich schreib's ein paar mehr an und nein. da geht das schon irgendwie. Ja. Ja. Okay, super. Wann Ich habe auf deinem Instagram-Kanal, ich ne, blende die wie immer hier die Instagram-Kanäle ein. Ich habe gesehen, du baust deine Beuten alle selber, hast wahrscheinlich jetzt verbringst den halben Winter in der Werkstatt Oh, ich bin und schon fast durch. echt? War Boah. schon schnell, ja. Ja. Ich werde nächstes Jahr umstellen auf 1,5 Deutsch normal. Ja. Um nur noch, also ich habe jetzt auch generell nur noch mit einem Brutraum gearbeitet seit vorletztem Jahr. Einfach um nicht so viel Waben durchgucken zu müssen. Also das spart unheimlich viel Zeit, ne? Aber bei einem Raum ist es schon, also da hast du echt Waben, 11 Waben drin. Davon sind vielleicht so 8, 9 bebrütet. Und dann ist es halt eng, ne? Du Ja. musst die Waben immer knacken und so. Deswegen, ich will ein Format haben, wo ich nur 5, 6 Waben drin habe. So, dann hast du ja deine 40, 42.000 Zellen so ungefähr. Ja. Das ganz optimal läuft, die sie nur brauchen. Und dann kann ich da halt eigentlich da arbeiten. Ne? Versuche dann Okay. noch ein bisschen zu schieden. Jetzt nicht extrem mit schieden, aber halt schon ein bisschen so in die Richtung angepasster Gutraum. Und machst Und du die mit Kisten. den, was machst du mit den Kisten, die du jetzt hast? Also benutzt du Na, ich habe eins? normal Deutsch normal, das ist so ein Honigraum einfach. Wollte gerade sagen, du benutzt die 1.0er dann als Honigraum Genau. weiter, Ja. um nicht Muss alles ja. zu verkaufen, zu Richtig. verbrennen. Ja, nee. Nee, Nee, okay. das geht ja. Ich mache so normal auch sowieso ein fast nur normal Maß. Ich habe ein paar halbe auch. Ist natürlich vom Gewicht her angenehmer. Aber ja, ich habe da jetzt ein paar hundert liegen und die nehme ich dann auch als Honigraum. Ja, das machen viele im Moment, ne? Ich habe auch ein paar anderthalber zu Hause, um es mal auszuprobieren.
Es ist halt sehr, gerade wenn du im Segeberger System bist, ist natürlich echt ganz schön, dass du die dann weiter benutzen kannst und auch Ja. alles andere irgendwie dazu passt und so. Das ist schon gut. Ja, was natürlich schon dann ungewöhnlich, ne? Ich kann jetzt mal eben was umhängen, auch wenn ich mal ein bisschen Platz brauche im Hutraum. Ja. Wobei gut, beim 1,5 habe ich immer genug Platz, aber mit Umhängen ist dann halt nicht mehr viel. Und auch Warmhygiene ist natürlich dann ein bisschen anders. Ja. Gespannt. Ja, gut, aber das kriegt man ja alles hin. Ja, klar. Ja. So. Aber auf jeden Fall so selber bauen macht mir halt auch Spaß, ne? Ob es jetzt so viel günstiger ist, also vom Material auf jeden Fall. Wenn man Ja. seine Zeit jetzt mit 30, 40 € die Stunde rechnen würde, dann ist es bestimmt nicht mehr günstiger. Aber da rechne ich die Zeit halt nicht. Ja, Das ist in ja. meiner Freizeit so. Hast du offene oder geschlossene Böden? Weil auf den Bildern sah es manchmal aus, als wenn sie zu sind. Ich dachte, ich frage Also mal. ich habe sie zu eigentlich, aber wenn ich wandere, habe ich sie auf. Also ich sag mal, ab Mai lasse ich sie eigentlich auf. Aber du hast deine Beuten haben, die du, die Böden, die du baust, haben einen Gitterboden drin. Hier im Gitterboden, genau. Okay, Und dann habe ich einen okay. Einschub und den nehme ich dann raus, wenn ich anfange mit Wandern und so. Und dann bleiben die auch bis zur Varroa-Behandlung eigentlich draußen. Okay. Gut, das heißt, du baust jetzt im Winter Beuten, hast wahrscheinlich unheimlich viel Lagerplatz zu Hause. Oder wie funktioniert das? Das ist das größte Problem. Ja. Wie wahrscheinlich bei allen. Dann plant Ja. man was und dann wird es doch wieder größer. Deswegen immer lieber viel zu groß planen, wenn man ein Ja. bisschen was vorhat. Also ich habe, mein Vater hat zwei Häuser. Das sind zwei Doppelgaragen, die habe ich voll im Beschlag. So, das eine ist im Lager, da stehen die ganzen Beuten. Absperrgitter und Bienenfluchten und so ein Kram. Und in der anderen Garage, da ist auch noch Werkstatt momentan. Da baue ich halt die Beuten. Aber ich habe jetzt irgendwie 140, 1,5 Dinger gebaut und die ist jetzt halt fast voll, die Garage, ne? Wahnsinn. Deswegen, der Platz ist dann echt immer zum Limit. Ja. Aber wir bauen gerade ein Imkereigebäude auch. Ach. Aber das bauen wir schon länger. Bloß das Problem ist, der Planungsstand war 2017. So, Hm. dann sollten es mal vielleicht 30, 40 Völker werden. So, ja. Aber wir bauen das halt komplett selber. Deswegen dauert es auch ziemlich lange. Ja. Aber ich habe mich jetzt so darauf eingestellt, dass das für die Honigverarbeitung dann auch ausreicht. Also ist voll unterkellert auch, ne? BU-Betonkeller. Bin ich auch gerade am Fliesen, dass ich dann da unten abfülle. Oben ist der Schleuderraum. Und von da aus soll der Honig dann halt runterlaufen. Nochmal durch Spitzsieb durch und Rührgerät. Und dann Ach, habe ich okay, immer das noch heißt, da. du hast das ganze Haus, also auch die Decke und also die Ja, Kellerdecke dann alles. schon so konstruiert, Ja. dass es durchlaufen kann und Ja. so? Cool. Naja, das Loch habe ich noch nicht drin, aber da mache ich mir eine Kernbohrung. Ich habe so zwei Ja. Zollschläuche, 60er Kernlochbohrer und dann durch den Ja. Gang. Wahnsinn. Das ist cool. Ja, Ja. du bist Architekt oder hast Architekt studiert, ne? Dann Oder? habe ich studiert, ja, Hm. genau. Okay, ja Ja, gut, mein dann. Vater hat auch schon früher immer so, der hat auch das Haus, wo jetzt drin wohnen, selbst gebaut, deswegen Ja. war schon immer irgendwie so ein Bezug. Aber es ist halt viel Arbeit, ne? Und zwischen Mai und, ich sag mal, August passiert da halt nichts am Haus. Ja. Ja, Deswegen wir haben geht unser jetzt Haus erstmal richtig los. auch zum großen Teil haben wir unser Haus selber gebaut. Ich kann es nachvollziehen, ist eine Menge Arbeit. Aber spart halt auch Geld und macht ja auch Spaß, ne? Na Wenn man klar, nachher na sieht, klar. was es geworden ist, so. Ja. Aber das ist ja Wahnsinn. Also, ihr baut die Halle ist dann komplett nur für Imkerei gedacht. Du hast dann Naja, leider oben. keine Halle. Okay, aber ein. Ist ein Landschaftsschutzgebiet, deswegen hat so eine, sag ich mal, ist es ein Steildach, ein Satteldach. Ja. So, weil muss halt ein bisschen ortstypisch sein, ne? Ja. Auch eine Holzverwahrung davor, weil die Behörde hat auch gesagt, hier ist Landschaftsschutzgebiet. Da kann ich jetzt nicht eine Riesenhalle einfach so hinstellen. Das stört dann schon so das Bild, ne? Ja. Das ist im Grunde wie ein kleines Einfamilienhaus. Also Keller, Erdgeschoss und dann halt ein spitzes Dach. Was da oben passiert, weiß ich auch noch nicht genau, aber als Lager ist Quatsch, das immer hoch zu transportieren. Ja, das Deswegen stimmt. vielleicht kommt da ein Büro rein oder ein kleiner Honigshop oder irgendwie sowas. Mal Ja. gucken. Ach, Ja, super. aber Und dann. Schleuderraum ist halt auch nicht so groß, ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. Gerade Was immer zu klein. ich habe gesehen, du hast auch Entdeckungstechnik und so bestellt. Ja. Plant man das dann alles groß und sagt dann so, ja, wenn ich das schon mache, dann Ja, mache ich das auch du. alles ordentlich oder plant man mit den Geräten, Ja. die man hat? Leider nicht. Nee, ich meine, die Schleuder habe ich jetzt schon länger. Das ist auch eine 18 Bar selbstgemäht. Die ist natürlich vom Kessel auch schon relativ groß. Boah, Aber mit Entdeckungsmaschine und auch, ich habe da jetzt halt 3 600 Kilo Edelstahlabfüller stehen, so als Lager. Da muss ich dann erstmal
zum Abschäumen, ne? Dass ich erstmal setzen kann und so. Und allein die Dinger mit dem Rollgestell, die nimmst du viel Platz weg. Das jetzt mit der Deckungsmaschine, habe ich gedacht, nee, geht nicht. Ich fließe den Keller. Eigentlich wollte ich den Keller nur als reines Lager nehmen. Ja. Aber ich fließe das jetzt ordentlich und dann bringe ich das alles runter, die großen Behälter, dass ich oben tatsächlich nur noch Schleuder oder Deckel und Schleuder. Mhm. Um einfach cool. Ein bisschen mehr Platz zu kriegen. Ne? Weil ich meine, ja. Wenn du die Honigräume da anschleppst, dann letztes Jahr oder diese Saison war es so, da war die Hälfte noch im Auto. Dann wurde halt umgeräumt, ne? Weil das hat uns nicht reingepasst. So. Ja, ja. Ja, ich bin schon verleitet, jetzt irgendwie zu Wandertechnik und wie du die Honigräume da reinkriegst und so zu überzuspringen. Aber lass uns von vorne nochmal starten. Ja. Wann geht jetzt bei dir das Bienenjahr los? Machst du früh auf oder? Also ich habe jetzt ich habe die Völker auf 2-tagig noch eingewintert, weil mir einfach der Platz, also es ist mir zu eng, die so runterzudrücken und dann das ganze Futter da reinzuknallen. Mhm. Deswegen unten noch ein alter Brutbaum. Den versuche ich im Februar, März dann rauszunehmen, wenn die Bienen dann oben sitzen und die Traube nicht irgendwie genau in der Mitte sitzt, was natürlich auch mal der Fall ist. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich einfach, tausche ich die Räume und setze eine Abspecke darauf und dann ist halt unten das Brut. Also ich sehe dann zu, dass die Königin unten ist auf den frischen Waben, Abspecke dazwischen und dann würde ich nur einmal Honig eintragen lassen, schleudern und dann einschmelzen. Aber optimalerweise würde ich den alten Brutraum gerne jetzt so Februar, März rausnehmen. Und dann einschmelzen und dann lasse ich sie auch auf einen Raum, dass sie sich ein bisschen besser entwickeln können. Mhm. Das habe ich letztes Jahr auch zum ersten Mal gemacht. Hat sich ganz gut bewährt, weil die haben halt, ist ja logisch, ne, weniger Volumen, die sie aufheizen müssen, um das Brutnest da die Temperatur zu halten. Okay, und dann Schieber so zu, sagtest du? Der ist jetzt auch schon zu. Ach so, okay. Den Bodenschieber meinst du, ne? Ja. Ja, ich lasse sie eigentlich die ganze Zeit zu. Ich will dann noch, weil ich muss, sonst habe ich das Material wieder liegen. Ja, na klar. Ich habe leider auch verschiedene Böden. Wie das immer so ist. Ne? In den alten sind noch so Holzplatten drin, bei den neuen habe ich schon so Siebdruckplatten, weil das gammelt halt sonst und verzieht sich. Ne? Mhm. Und deswegen ist das nicht alles einheitlich. Da reicht mir das, wenn ich das dann im Mai oder so rausnehme und im Winter, wenn ich im Winter so oder Ruhebehandlung wieder reinschiebe. Okay, cool. Sonst passiert nicht viel. Ja, dann geht es irgendwann los mit der ersten Tracht. Bei dir wahrscheinlich dann Raps. Ein bisschen Obst, ne? Mhm. Aber überwiegend Raps. Ich muss ja noch ein paar Stände, ich brauche noch 2 Stände. Letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch ein paar Stände, wo 32 Völker standen. Das war ein bisschen viel. Ja. Man lernt ja auch dazu, ne? Man lernt immer noch. Ich bin jetzt kein Profi oder gar nicht so. Woran hast du es gemerkt? Honigertrag. Also deutlich. Ich meine, das ist auch eigentlich logisch, wenn du die Völker alle, ich habe sie teilweise auch in Reihe stehen, aber das ist ja jetzt egal. Aber die haben ja auch einen gewissen Flugradius. Du kannst ja 100 Hektar Raps rum haben, die kommen ja ans Ende, also die kommen ja nicht überall hin. Ja. So. Ich habe auch mit einem Berufsimker gesprochen, der hat auch war mal in der Linde öfter, Richtung Potsdam da, und er sagte auch, da waren irgendwann so viele, da kam ein anderer Berufsimker, ein größerer, mit 300 Völkern. Er hatte da irgendwie, was weiß ich, 50, 60, und da sagte er, da hat er ja kaum noch Honigertrag. Weil das reicht dann halt auch nicht, ne? Weil die Bienen, man kann auch sagen, 3-4 Völker pro Hektar Raps oder so, dann hast du 100 Hektar, ja, kann ich 400 Völker hinstellen, aber es geht halt nicht, weil der Flugradius ist irgendwo auch begrenzt, so, ne? Oder die müssen erstmal abfliegen, dann sehen sie, okay, hier wurde schon ein Hektar rausgeholt, dann fliegen sie wieder weiter und so. Ja, so geht das. Habe ich einfach so eine Größe, so 16 bis 20 Völker ist, denke ich mal, besser. An einer Stelle genug, ja. Ja, genau. Und dann lieber ein paar mehr Stände. Und dann bei der Anzahl Völker, die du hast, brauchst du ein paar mehr Hektar Raps oder sagst du, ein paar gehen noch in Obst? Nee, also Obst mache ich nicht. Ach so, habe ich ab. Also ist mir zu weit. Ja. Also wir haben da ein paar, klar, auf dem Land stehen ein paar Obstbäume, wir haben ein bisschen Viehtracht, sag ich mal so. Ja. Ne? Das meine ich damit rein, sonst Obsthülle mache ich nicht. Nee, okay. Nee. Das heißt, ein paar bleiben einfach irgendwo stehen und machen dann das, was da ist. Die nicht wandern, oder wie? Naja, also ich versuche schon, alle Völker auch im Rapsnähe zu haben. Ach, wirklich? Ich habe auch so ein paar Stände, da sind dann nur so, da stehen dann vielleicht 15 Völker, da sind dann irgendwie 7-8 Hektar, dass ich dann da stehen so. Aber andere, wo gar kein Raps ist oder wo zu viel, ich habe auch ein paar Stände, die sind momentan noch zu dicht beieinander einfach so. Wenn 60, 70 innerhalb von 2 Kilometern sind, ist das zu viel. Die verteile ich dann halt noch, aber Raps ist ja so die Haupttracht hier im Norden. Ihr habt auch viele Rapsfelder, ne?
Das ist. Ja, wobei ich sagen muss, also wenn du Richtung Ostdeutschland fährst und Richtung Fehmarn so, ist der Raps halt echt, der Honig viel besser, ne? Ja. Beim Bekannten, also der hat viel bessere Rapserträge und die Blüte ist halt auch mal eine Woche länger. Ja. So. Ja. Und dann sind die Temperaturen schon ein bisschen anders und die haben da echt auch bessere Böden einfach, so dass der Raps mehr honigt. So. Und Aber hast du das mal überlegt, also mal nach ja, Fehmarn hochzuwandern oder? Fehmarn habe ich auch mal Gedanken, aber wenn man mal realistisch ist, man fährt da eine Stunde, also ich fahre eine Stunde nach Fehmarn mit Anhänger wahrscheinlich eher Stunde 20 oder so. Und dann mitten in der Rapsblüte, dann knallt das auch, ne? Dann muss man da auch irgendwie Alle alle paar zehn Tage bis zehn mal. Tage mal hin. Ja. Und das, nee, nur um da, wie viel Kilo mehr habe ich da mehr? Also, wenn ich 10 Kilo mehr habe, Ja. ja, Ja. weiß ich nicht. Und die Okay. Zeit auch einfach. Ja. Machst du eigentlich auch beruflich so. Dann ist Raps durch. Und wie geht's weiter? Dann Linde, in Hamburg habe ich ein paar Stände. Ja. Auch richtig gut. Also Linde honigt da auch echt gut. Ja. Also fast teilweise hatte ich dieses Jahr mehr, also dieses Jahr war Raps bei mir ziemlich schlecht, muss Ja, ich bei sagen. vielen hier oben, ja. Da hatte ich deutlich mehr Sommertracht, also in Hamburg. Ja. Auf jeden Fall. Aber da gehen nicht alle hin, das schaffe ich vom Platz nicht. Ich habe noch so ein paar Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Also die kaufen dann auch den Honig, den ich da auf dem Firmengelände produziere, für einen ganz guten Kurs. Also Ja. im Gegensatz zum Einzelhandel, ne? Da Klar. zahlt halt der hat seine Marge drauf. Das habe ich da halt nicht, wenn ich das dann direkt an einen Verbraucher verkaufe. Und wenn da nicht so viel rumkommt, ist das dann auch in Ordnung. Aber dann fahre ich dann erst nach dem Raps hin, weil der Raps muss immer mitgenommen werden. Ja, klar. Geht Verstehe ich. nichts. Verstehe ich. Aber sonst leider wenig. Ein bisschen Fasilia auch dieses Jahr gehabt. Aber ich bin nur noch ein bisschen am Gucken. Man braucht noch ein bisschen Connection, sag ich mal, mit den Landwirten, um irgendwo was zu finden, weil hier ist echt wenig Zwischenfrucht oder generell Blühflächen. Zwischenfrucht ist dann meistens zu spät. Aber so wie Fasilia oder Buchweizen ist hier echt, echt selten. Ja. Was ist Ja, das bei euch schade. anders, oder? Nee, ach, du, bei uns ist jeder Quadratmeter mit Obstbäumen zu. Das ist, gibt's hier, also wirklich. Ich habe das erste Mal letztes Jahr also, was waren das? 10 mal 50 Meter Rapsfeld irgendwie im Flugkreis gehabt, aber ansonsten alles Obst. Kirsche, Apfel, alles voll. Und auch sonst so. Dazwischen ist nichts. Ich habe auf meinen Ablegerständen und so, sehen wir dann selber an, um Pollenversorgung Ja. und so zu gewährleisten. Das ist Ja, ja. bei uns ist es echt, also Richtung Mecklenburg oder ich glaube am besten ist ja Brandenburg. So die Ecke, da ist echt, Richtung Polen ist dann echt Imkerparadies, ne? Ja. Da machen die viel mehr mit Fasilia, Buchweizen und auch. Die machen ja auch Saatvermehrung da. Das gibt es hier halt nicht, ne? Ja. Aber ja, mal gucken. Ich habe nächstes Jahr noch einen, der baut 30 Hektar Klee an und Ja. macht das nur, um die Förderung zu kriegen. So ein, mulch ich das dann einfach zweimal im Jahr. Und mit dem muss ich nochmal irgendwie in Kontakt kommen. Vielleicht kommt da nochmal was zustande. Ja, cool. Dann hast du Linde durch, bringst die Völker alle wieder nach Hause oder noch irgendwie, ich weiß gar nicht was, also ne, bei uns gibt es auch nicht so viel, ich weiß gar nicht, ob Edelkastanie noch danach kommt oder Wald kommt dann irgendwann noch. Na, Edelkastanie ist hier nicht so. Also Nee. Wald geht bei mir, also Blatthonig geht mit rein in die Linde. Ja, Das bei ist ja uns. auch parallel dann so mit Eiche und so. Ja. Aber Aber du fährst ansonsten nicht so mehr, Wald habe ich hier. du fährst jetzt Nee, nicht also ich 800 hätte. Kilometer in Schwarzwald oder so. Nee, lieber nicht. Nein, das lohnt sich nicht. Nee. Nee, da habe ich keine Zeit für. Nee, das verstehe ich. Das So. verstehe ich. Aber ich hätte nochmal Bock auf Heide. Ja. Aber da muss man halt erstmal einen guten Stand kriegen, ne? Ich kenne dann Ja. zwar einen, der ist ja auch mit in dem, ich weiß gar nicht, da gibt es ja irgendwie so einen Verein oder so, ne? Die ja die Pflege quasi machen und so. Aber da gibt es riesen Wartelisten, hat er zu mir auch schon gesagt, so, und bis man da mal rankommt. Ja, gerade wenn du mit ein paar mehr Völkern hin möchtest. Das, Naja. ja, das verstehe ich. Und das ist dann auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, gut, dann brauchst du wieder eine Stippe, ne? Ja, nein, ich meine auch Das von den wäre dann. Völkern her, das ist ja, muss sich dann ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, dass die Völker dann auch noch gut aussehen. Ja, Und ich kenne auch viele, die schmeißen dann nochmal fast zwei zusammen so, ne? Also ich habe ordentlich Brut nochmal drauf. ich hab mit einem Bekannten gesprochen, der hat letztes Jahr in der Heide teilweise vier, fünf Völker zusammenschmeißen müssen. Boah. Also. Das ist aber schon hart. Dann würde ich auch schon eher sagen, nee, lass mal. Ja. Also. Ja, muss man immer gucken. Ja. Das ist, weißt du ja vorher auch nicht. Und dann willst du die Chance natürlich ja auch nicht
verstreichen lassen, wenn du schon eine Möglichkeit hast, in den Raps zu kommen, in die Heide zu kommen. Ja, nee, stimmt schon. Gut, aber nach der Linde kommen die wieder nach Hause und Dann machen sie noch den Sommer bei dir an den Heimatständen zu Ende? Oder? Also nach Linde ist bei mir Schluss von Honig her. Ja, und dann ist der Plan wahrscheinlich für dieses Jahr Kunstschwärme machen? Das ist dann schon Mitte Juli, ne? Mhm. Genau. Totale Brutentnahme, ein paar Brutscheuen machen und die Kunstschwärme dann auf die Einhalber setzen. Okay. Aber es wird, muss ich mal gucken, wir brauchen noch ein paar mehr Böden wahrscheinlich. Weil das wird, kommt da ja schon ein bisschen was zusammen. Das ist eine ganz schöne Arbeit, ja. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich. Ja. Aber gut, durchziehen, ne? Sonst hast du mit Ameisensäure behandelt? Ja, aber bin ich auch nicht mehr so ein Fan von, muss ich sagen. Also vor allem für die Ableger auf einer Zarge und dann knallst du denen die Säure da auf den Schädel. Das tut schon mal ganz schön weh, glaube ich. Und da fallen auch ordentlich Tote teilweise, Königinverlust. Kann man nicht genau mal sagen, aber glaube ich auf jeden Fall auch davon abhängig. Und also ich glaube, das Beste ist eigentlich, also was am verträglichsten ist, denke ich mal, Oxalsäure. So, wenn du Kunstschwamm hast, oder hast du einmal blutfrei, Dann kannst du auch die Ableger warten, bis sie blutfrei sind und besprühst sie damit Oxalsäure. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch immer eine Materialschlacht. Ne? Wenn du 10 Völker, das ist das, warum wir das Format hier machen. Wenn du 10 Völker hinterm Haus hast, dann ist das nicht so das wahnsinnige Problem. Aber wenn du bei 140 Völkern eine Brutentnahme machen möchtest und Brutscheunen bildest und so, da brauchst du eine Menge Zeit, eine Menge Material für, um das hinzukriegen. Schon nicht ohne. Gut, aber cool, verstehe ich. Du sagtest gerade Königin, machst du selber oder wenn ja, welche? Also Karnika geht ja gar nicht anders bei uns hier. Ach, stimmt, bist ja belegt. Sag ich mal so. Ja, ja. Da sind die Sklenarkönige. Mhm. Die sind auch tatsächlich gute Züchter, auch Landessieger schon bei gewesen und so. Aber ich mache die Königin noch selber. Ich bin auch noch nicht so zufrieden mit den Königin von der Genetik her. Ja. Ich weiß auch Inselkönigin, aber es ist halt immer, also die F1, die Töchter der Insel werden ja meistens deutlich besser. Ja. Also ich muss sagen, die Inselkönigin, klar, die haben die Genetik in sich, aber die Völker sind jetzt nicht so, oder ich habe dir dann einen Ableger gesetzt, die Königin, einen starken Ableger. Also die sind jetzt nicht irgendwie deutlich besser im Brutwegen als die anderen Standbegatteten. Nee. Du hast auch immer schwer mit Königin, finde ich. Dann kaufst du immer eine Inselkönigin zum Beispiel. Dann im Frühjahr hatte ich letztes Jahr eine, die hat gar nichts gebracht. Also war es immer schwer zu sagen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man sich das antun will, irgendwann noch, wenn die Völker auch mal mehr werden, dann alles selbst zu züchten oder ob man einfach welche kauft. So, ich kenne viele, die kaufen einfach, ich meine, die 30 Euro oder was auch immer, reicht ja für eine Standbegatte, wenn du einen guten Züchter hast. Ja. Und dann kommst du 2 Jahre mit aus. Das ist immer genau die Frage. Ne? Deswegen, wenn du hast das ganze Jahr über, hast du so viel schon zu tun, musst du dann auch noch für 100 Völker irgendwie 100 Begattungskästchen füllen und die wegfahren und 3 Stunden zur Belegstelle und wieder zurück. Und da gehört ja auch einiges zu. Oder selbst wenn es nur standbegattet ist, ist ja trotzdem eine Menge Arbeit und überlegt, dass man... Standbegattet reicht schon, also wenn man eine gute Genetik hat, so von der Zelle her, mache ich auch ganz gerne einfach stumpfreife Zellen in Ableger hängen. Ne? Ja. Und dann werden ja standbegattet. Wenn das dann eine F1 ist, also wenn du von der Insel nachziehst, dann ist das auch schon in Ordnung. Ja, das heißt, wenn du welche brauchst, machst du es doch. Ja. Ja. Es macht ja auch Spaß, ne? Es macht total Spaß. Es ist halt Spielkram, aber es macht halt auch Spaß. Du kennst wahrscheinlich den Vortrag von Ralf Sester von dem Ostdonau-Esching, ne? Von wegen, ach, das bringt so einen Spaß, aber verdienen wir kein Geld mit? Ja. Aber es bringt doch so einen Spaß. Aber ich glaube, der kauft jetzt aber auch von diesem Markus Gunn fast nur noch, ne? Ja. Ich glaube, er noch selber noch was macht. Hast du das Video gesehen auf YouTube? Ja, habe ich gesehen. Da geht es schon richtig in Genetik, ne? Da fühlt man sich dann wie so ein kleiner Amateur. Also. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Ich hatte auch vor 2 Wochen das Vergnügen, im längeren Telefonat mit Heike Aumeier. Und schöne Grüße. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Wenn es da richtig... Ja, also Welt nochmal. Ja. Und man versteht das auch, die Arbeit, die hinter so einer Belegstellenkönigin manchmal steckt,
ist einfach wahnsinnig. Ja. Es ist, da ist der Preis teilweise noch ziemlich niedrig, ne? So, ja, du musst echt auf Masse gehen, damit sich das lohnt. Ja, wenn du überlegst, ne, fährst aus Süddeutschland nach Baltrum, fährst durch die ganze Republik, fährst mit dem Schiff rüber, bezahlst dann auch noch 25 Euro Belegstellengebühr, hast dann vielleicht auch nur die Hälfte begattet, fährst dann wieder, ne? Und dann verschleudern die Leute, die dann teilweise irgendwie für 100 Euro oder so, das ist schon, naja. Ja, gut. Das ist schon, aber gut, die wissen halt, was sie machen, ne? Also wenn du nur züchtest und das sei hier an, dann weißt du auch genau, wie du selektierst und das, da habe ich keine Zeit für. Ich bin kein Kürmeister, aber ich meine auch das mit B, hast du dich schon mal mit B beschäftigt? Ist, ja. Es ist also was, da kann man ja Zeit. Angeguckt. Also, nee. Es ist wahnsinnig. Ja, verstehe ich. Nee. Okay, das heißt, du, das, was du machen musst, machst du, aber ansonsten bist du auch durchaus in der Stimmung, welche zu kaufen, wenn es nicht anders geht. Ja, aber ich versuche, also ich kaufe mir mal bei Bekannten mal, wenn der mal gute hat, sag ich mal so, dann kannst du auch mal, also nicht, muss nicht immer das Lenar sein, ne? Ja. Gar nicht, also ich würde jetzt hier keine Backfast anfangen, allein weil ich in der Wegstelle bin und das Lenar versauen würde, aber ich versuche auch mal irgendwie einen Treusack oder so. Ja. Einfach ein bisschen rumprobieren, ne? Und dann kann man davon ja nachziehen. Man muss halt bloß aufpassen, dass man irgendwann nach 3-4 Jahren dann auch mal wieder was Frisches von der Insel holt, um einfach die Genetik wieder zu haben, weil sonst irgendwann was für eine Landrasse, ne? Kurz, ja, na klar. Ganz schnell durch. Ja, doch klar. Wir hatten, wo waren wir stehen geblieben, ne? Ende, du machst Kunstschwärme, machst dann Behandlungen und so weiter. Wir haben eins vergessen in der Zwischenzeit. Wie machst du Schwarmkontrolle bei so vielen Völkern? Bisher noch gekippt. Ja. Und also ich sag mal so, ich kann nicht, also die, eigentlich müsste ich, bräuchte eine Königin mit, oder eine Biene mit einer richtig guten Genetik, damit die erstmal kaum schwärmt. So, das habe ich halt nicht. Ja. Deswegen sind mir auch dieses Jahr ein paar Schwärme abgegangen. Kann ich nicht verhindern. So. Ist schade, ist auch blöd, jetzt auch ein dicker Faulboot, aber das werden wir beproben. Ich habe da saubere Bienen, sage ich mal so. Ja. Aber muss ja auch nicht passieren. Deswegen, ich mache eine Kippkontrolle oder ich gucke einfach rein, wie viel Bienenmasse ist da jetzt im Brutraum, wie viel ist bebrütet, um so ein bisschen abzuschätzen, wie viel Platz hat die Königin noch, haben Bienen noch genug zu tun, ne? Und wie ist die Tracht, das muss man jetzt ein bisschen immer gucken, wie die Auslastung ist vom Volk. Aber auch da, wenn du eine schlechte Königin hast, ich hatte mickrige Völker, die sind trotzdem geschwärmt, so, da kannst du dir auch gleich sagen, kannst du gar nichts machen. Ja. So, im schlimmsten Fall mache ich einen Königin-Ableger, wenn du siehst, da geht gar nichts mehr, wenn da schon verdeckelte Zellen sind und die Königin ist aber zum Glück noch da, dann mache ich halt einen Königin-Ableger. So. Das ist auch nicht das Ende der Welt. Ne? So, wie, das, was überbleibt, bringt noch Honig. Ja, ja, wie muss ich mir das organisatorisch bei dir vorstellen? Ich habe gesehen, du hast einen Sprinter oder einen VW-Bus oder sowas. Aber ich hätte gern Sprint. Ja, aber noch ein VW-Bus. VW-Bus, Entschuldigung. Ja, das heißt, du... Nee, leider auch kein Transporter, sondern Multivan. Ja. Das jetzt ist er sauber, aber ab Mai ist er nicht mehr sauber. So. Nee, das glaube ich. Das heißt, du fährst, hast das Ding mal angenommen, du hast da deine 32 Völker stehen am einem Stand im Raps oder 30 oder 25 oder so immer. Hast du dann die Karre voll mit Beuten oder Ablegerkästen oder irgendwas, um im Notfall? Ich hab einen großen Hänger. Ja. Also ich habe früher ist gut, aber als ich nochmal 12 Völkern so gewandert bin, habe ich noch ins Auto reingekriegt. Dann schrammt er auch das Dach und so weiter rum. Ich habe jetzt einen großen Hänger. Finde ich, gehört auch einfach dazu, um einfach mal was Dreckiges zu transportieren. Ja. Ich habe mir vom Bekannten so einen Dumper. Kennst du einen Dumper? Ist das ein kleiner Muldenkipper? Nee. Kenn ich nicht. Also im Grunde auf Ketten, auch so. Hast du vielleicht schon mal, kennst du Teilmann? Nee. Der macht auch so eine Raupenstapler. Ich habe das bei Instagram bei dir auf dem Profil gesehen. Das ist so, sieht aus wie so ein Mini-Gabelstapler mit Ketten, wo du dann auf dem Hänger rauffahren kannst. Und ist auch eigentlich vom Prinzip ein Staplermast, der da dran ist. Ja. Und das Ganze ist auf einer Unterkonstruktion mit Gummiraupen von so einem Dampfer, heißt das halt. Das ist ein Muldenkipper. So, ist noch nicht ganz ausgefeilt, hat mir ein Bekannter gebaut, der überarbeitet auch gerade nochmal was, weil war ein bisschen kopflastig alles. Mhm. Aber gut, da habe ich mir einen Böckel gebaut. So quasi wie eine Palette, wo viele nebeneinander draufstehen. Und die hebe ich dann halt so als Ganzes. Muss ich natürlich vergurten, ne? Ich habe immer am Anfang versucht, nur ein Gurt quasi längs einmal rum. Aber durch ich habe keine Falz, ne? Dann schiebt das halt mal ein bisschen. Das Absperrgitter ist rutschig. Deswegen muss man schon einzeln vergurten. Aber damit hebe ich die dann auch zwei übereinander. Geht dann auch noch mit zwei Gummikronen. Ja. Dann auf den Hänger rauf. Und das Ding hält dann auch noch mit drauf.
Aber ich hätte, wenn ich einen Sprinter hätte, ja, könnte ich halt noch mehr raufpacken, ja, und dann das Ding in Sprinter reinfahren. Ne? So, das wäre die optimale Lösung. Okay. Ja. Nee, was ich eigentlich gerade meinte, war, wenn du sagst, mache ich einen Königin-Ableger, mal angenommen, hast du die Karre dann immer voll mit Beuten? Weil wenn du einen Königin-Ableger machst... Also ich bin eigentlich nur mit dem Hänger rumgefahren. Okay. So, aber halt, du hast die Sachen dabei. Vorbereitet. Ich bereite alles vor. Ne? Mhm. Also wenn die Saison anfängt, ich versuche eigentlich jetzt schon so gegen Februar, März, also, dann ist bei mir alles fertig. Dann sind die Ablegerkisten fertig, da sind schon Waben drin. Mhm. Also eventuell, wenn ich noch habe, Futterwabe schon alles. Also alles vorbereitet, dass ich nur noch die Brutwaben reinhänge und die Mittelwände ins Volk, wenn ich jetzt einen Sammelbrutableger mache. Und das nehme ich so auf dem Anhänger mit und dann mache ich die Dinger voll und fahre die danach an einen neuen Stand. Okay. So. Ja. Also muss schon organisiert sein, ne? Na klar, aber das sind die Fragen, die einen immer so interessieren. Weißt du, du kommst an den Stand, hast 20 Völker im Raps stehen und merkst, von den 20 Völkern sind 18 in Schwarmstimmung. Was machst du denn? Weißt du, so. Ja, habe ich drei Stück habe ich drei Stück hinterm Haus und sage, okay, gehe ich halt in den Keller, hole mir drei Beuten, mache drei Königin-Ableger, Thema erledigt. Ja. Aber bei 18 musst du halt das ganze Material anscheinend dabei haben und musst vorbereitet sein, dass das passieren kann. Ja, ich mache auch lieber mehr Material. Also, ich weiß nicht, diese Saison hatte ich 90 Ablegerkästen vorbereitet. So. Ja. Ich stehe da halt in der Garage Spanngurt rum, dass ich die nur noch auflade und dann nicht noch irgendwie Spanngurt rum mache. Das mache ich halt alles fertig. Dann schmeiße ich die auf den Hänger, lieber ein paar mehr, weil man hat immer zu wenig Material, egal was es ist. Ja. Und dann, geht das los. Ja. Boah. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Materialschlacht, ne? So, aber ja. Ich habe es diese Saison immer in einem Tag geschafft. Also halt einen ganzen Tag, dann fängst du auch um 5 an oder so, weil das hell ist. Hm. Dann schaffst du das auch in einem Tag. Ja. Die meisten Völker, die durchzugucken einmal. Ja, klar. Gut, dann geht's Varroa-Behandlung in dieses Jahr dann. Brutentnahme und neue Beuten. Dann hast du den Rohn nicht runtergeholt. Wie geht's dann weiter? Bei dir? Füttern? Nö, ich meine, wir können auch erst Bienen machen. Ja, dann lass uns erst Bienen machen, dann sprechen wir danach über Honigverarbeitung. Aber danach fängst du an zu füttern mit Futterzagen oder? Ich habe ein paar Futterzagen mal gebaut aus Holz auch, mit Wachs ausgekippt und so. Aber ich finde generell, also Ablegerfüttern mit Futtertaschen aus Plastik gut, die einfach gut reinigen kannst. Ich habe eine Geschirrspülmaschine, eine alte mir geholt, da haue ich dann mal schnell, nicht auf den Namen der Säure. Soda. Lauge. Natronlauge. Eine Natronlauge mische ich mir quasi an, dass das dann einmal durch ein Geschirrspüler durchlaufen und dann sind die desinfiziert, sage ich mal, und auch sauber vom Wachs. So, ne? Ja. Das ist für Ableger am besten. Bei den Völkern habe ich so wie Imkerei Bleise, kennst du den? Ja, Marco. Der Iselburger. Ja. Jo. Einfach Plastikschüssel. Ja. Da habe ich dann Rindenmulch oder so rein. Brauchen wir ja nicht viel. Ich habe ja dieses Jahr einen Sack gebraucht für die ganzen Völker. Ja, klar. Als Auftriebsmittel und dann Anhänger, IBC-Container und Pumpe. Ja. Nächstes Jahr werde ich mir noch eine ordentliche Pumpe von Keller, vom BET Template. Kaufen. Ich hatte dieses Jahr mit selbst Zuckerwasser angerührt. Das meine ich nochmal. Das dauert zu lange gedauert. Das ist halt auch Räuberei, ist ein bisschen vorprogrammierter oder so. Ja. Also es kleckert halt auch mal mehr. Deswegen würde ich also auch jedem empfehlen, lieber eine ordentliche Pumpe, die kostet halt 2,5 oder so. Und dann fertigen Sirup nehmen und pumpen. Ja. Ja, kann ich verstehen. Wo kaufst du deinen Sirup? Also irgendwie in der Gegend oder läuft das bei dir schon mit Tanklastzug und so? Ja, kommt jetzt dieses Jahr. Oh, aber nur weil ich einen Bekannten habe, der hat noch ein paar mehr. Mhm. Der hat auch einen Imkereibedarf und über den lassen wir, also haben uns jetzt schon leere IBCs gekauft. Ja. Dann lassen wir einen ganzen Tank kommen. So. Okay. Dann ist halt ein vernünftiger Preis. Ja, das glaube ich. Super. Ja, das war es, glaube ich, schon für die Saison. Ne? Dann werden die Völker eingefüttert und... Ja, genau. Wenn du gut verrohrt warst, dann machst du natürlich ein zweites Mal auch, wenn du mit Ameisensäure arbeitest. Ja. Sonst bei Axal, denke ich mal, reicht das dann. Kann man vielleicht mal gucken, wie es dann so aussieht.
Ja. Und ich fütter aber auch mehrmals ein. Also ich mache das nicht, dass ich so riesen Ladung gebe. Ich mache immer nur so 4-5 Liter. Hatte ich jetzt mit Zuckerwasser. Ja. Sirup entsprechend noch ein bisschen weniger, ist dann noch konzentrierter einfach. Ja. Und dann bis in September rein nochmal. Also ich wiege nur keine Völker, ich lupfe die ein bisschen an und wiege das Leichteste. Mhm. Und dann laufen wir mal die Reihe durch und gucke dann, welche war noch leicht und dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Futter. Ja. So, dass die dann, ich fütter auch nochmal nach, wenn es sein muss. Ne? Ich will jetzt keinen irgendwie zu leicht im Winter gehen lassen. Da gucke ich lieber nochmal nach. Ja, ja. Was rechnest du so ungefähr an Winterverbrauch bei uns in der Gegend? Weil ich meine, ne, ich fütter immer zu viel rein und habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig gefüttert. So habe immer ein bisschen, ne, wenn es dann Februar, März ist, so nach dem Motto, kenn ich, guck mal, ja, hat wahrscheinlich jeder. Aber gefühlt. Bei mir meistens 20 Kilo. So. Dieses Jahr waren 20 Kilo Zucker. Ja. Das heißt, 30 Liter waren es dann fast. Ja. Aber damit kommen die locker aus bei dir. Oder? Aber 20 Kilo Sirup, ja. Ich hatte jetzt ein paar, die waren noch, also ich hatte komischerweise ein Volk, das habe ich dann hat auch eine Spezialpflege noch gekriegt. Ich weiß nicht, was da los war. Die wurden halt, haben halt auch voll viel verbraucht. Hm. Haben aber erst spät eine Königin gehabt. Deswegen kam ja schon nochmal, war nochmal ordentlich im Brut. Und da habe ich dann immer ein bisschen nachgefüttert, aber generell 20 Kilo muss reichen. So. Ja. Da bleibt meistens ja was über. Also ich habe eigentlich fast jedes Jahr, dass ich eine Wabe mindestens raussehen, machen wir sogar zwei. Ja, das meine ich ja, dann hast du. Träger mit rein, so. Ja, ja. Okay. Also natürlich dann noch Proben ziehen, ist Standard, ne? Ja, klar. Im Oktober. Ja. AfB-Proben. Ja. Gut, dann hast du deinen Honig runtergeholt, dann steht er da in Deutsch normal 1.0 Honigräumen bei dir auf dem Hänger und dann? Dann wird er per Hand in den Schleuderraum geladen. Ach, ja. Vollbretter, damit ich ein bisschen bewegen kann. Ne? Mhm. Bis unter die Decke getürmt. Und dann, dies Jahr noch per Hand entdeckelt. Ich hatte mir auch so einen Hobel noch zwischenzeitlich gekauft. Kennst ja. du so einen Deckungshobel? Ja. Und? Ist nichts, oder wie? Also einfach, wo man die durchschiebt, die Wabe. Ne? Nicht jetzt so ein, der beheizt ist. Ach so. So zwei Messer. Ist es wie eine Entdeckungsmaschine, bloß der Hobel ist fest, also das Messer ist fest und beheizt. Und du musst schieben, oder? Du schiebst sie von oben einmal durch. Ja. Dann unten kannst du sie raus, aber ich hatte nicht perfekt eingestellt, ich hatte dann auch keine Lust, da noch nachzustellen, dann sollte das schnell gehen. Und dann hast du halt mal, dass ein Riemchen ein bisschen breiter ist und klemmt das. Das war halt ein bisschen nervig so, ne? Ja, aber nächstes Jahr kommt dann ja die Entdeckungsmaschine. Die wurde auch, also da habe ich auch Riemchen hingeschickt, die haben die dann eingestellt auf das Format. Ja. Das Messer läuft ja auch eigentlich nur zwischen den Seitenträgern läuft das Messer ja eigentlich nur. Mhm. Und da sollte da auch nichts klemmen. Cool. Wird entdeckelt, kommt es in die Schleuder, übergeben auch, dann in den Honigsumpf läuft es dann rein. Okay, du hast einen Sumpf und dann pumpst du. Temperiert auf 35 Grad, ne, dass der Honig schön fließt. Und dann habe ich bisher jetzt halt noch gepumpt, ins Spitzsieb nochmal. Ja. Aber ich nehme auch nicht das feinste Spitzsieb, ich will nicht bis auf letzte Pollenkorn oder Wachsreste da alles rausfiltern, das ist ein Naturprodukt, das kann ruhig drin bleiben. Ja. So, und dann kommt das in einen großen Behälter, steht dann aber bis nächsten Tag, wird einmal abgeschäumt und dann kommt ein Teil ins Rührgerät, wird geimpft. Ja. Ein anderer Teil kommt in Hobbock, weil ich kann nicht 1,2 Tonnen gleich rühren, das geht nicht. So, und dann werden die 600 Kilo gerührt und nach 3-4 Tagen dann abgefüllt. Das Zeit erspart halt auch richtig viel Zeit. Ne? Eine kleine Abfüllmaschine von Sventi, ja. Dann schaffst du da die 1200 Liter in 4 Stunden alleine. So. Boah, Wahnsinn. Das ist halt viel leichter, als das nachher aufzutauen und dann im Hobbockweise mit Quetschhahn. Ja, na klar. Ich bin auch noch überlegen, mir eine Wärmekammer zu bauen, damit ich einfach einmal das Rührgerät voll kriege. Ja. Wenn ich einen Hobbock auftaue, jetzt im Moment, dann arbeite ich mit Quetschhahn, weil ich reiße für den Hobbock nicht die Abfüllmaschine an. Ja, klar, muss auch alles wieder sauber machen. Genau. Ja. Manche lassen die dann auch so. Aber naja, bin ich nicht so ein Fan von. Also die benutzen die halt mehrmals, aber dann hast du verschiedene Sorten, geht sowieso nicht. Deswegen mache ich es dann bei Quetschhahn, das geht ja dann auch schnell. Ne? Ja. Ja. Aber wow. Ja. Und nächstes Jahr ist halt der Plan, dann soll es nur noch durch die Decke laufen. Nach unten spare ich mir die eine Pumpe schon mal. Ja, dann kommt das Spitzsieb dazwischen und dann läuft das direkt rein, ja. Das läuft direkt ins Spitzsieb und dann kann ich unten von da aus dann umpumpen ins Rührgerät. Ja. Ja. Im Moment muss ich halt dieses Jahr umstecken, ne? Von Sumpf. Ich habe nochmal von Sumpf aufs Spitzsieb gepumpt und dann musste ich dann halt umstecken vom
immer Spezi-Behälter auf den Behälter. Ja. Das hat auch mal ein bisschen Saukram. Das ist, ja, das ist Wahnsinn, auch welche Mengen dann da, wie du schon sagtest, das ist alles. Kannst nicht mit dem Hobok da mal eben 1200 Gläser abfüllen, da bist du wahnsinnig bei. Das geht nicht, aber so eine Maschine, die amortisiert sich ja auch alleine. Die Hobok fülle ich immer, also meistens wahrscheinlich 520 Gramm rein oder so. Ja. Wenn du das mal hochrechnest, dann hast du auch ganz schnell die Abfüllmaschine wieder raus. Ja. Das amortisiert sich dann schon. Klar. Und macht auch Spaß. Ja, das glaube ich, dass das Spaß bringt. Bei nach 4 Stunden auch nicht mehr dann. Ja. Deckel raufschrauben und so. Ja. Ich habe mir dieses Jahr ja Militärm gegönnt und das ist auch schon so ein himmelweiter Unterschied. Vorher mit irgendwie den Honig wieder halbwegs flüssig kriegen oder mit allen möglichen Tricks von Wassertopf zu Backofen zu irgendwie. So, und jetzt gibst du ihn durch, 20 Minuten später ist er flüssig. Hervorragend. So schnell. Ja, super. Hab ich noch nie gehabt, Militär. Ja, also das ist wirklich ein. Also, wie du schon sagst, was so, ja, liegt so bei so zwischen so um die 600, muss man. Ja. Es geht, also ist immer die Frage, wie du es machen möchtest. Wegen einem Eimer fange ich meistens nicht an, alles, die Apfelsachen und so. Du musst ja die Gläser vorher reinigen und machen und tun. Ist ähnlich wie mit deiner Pumpe. Das muss ich alles hinterher sauber machen. Und wegen einem Eimer mache ich nicht. Und ich möchte nicht zu Hause da 4 Glühweintöpfe stehen haben, wo dann Eimer 3 Tage lang drin stehen, um die irgendwie auf Temperatur zu kriegen. Das vergessen. Genau, so musst du irgendwas überlegen. Und die militären Sachen sind zwar teuer, aber sie verlieren auch nicht am Wert. Bei eBay ist letztens ein 12 Jahre alter Militärm weggegangen für 480 Euro. So, dann. Wenn das Ding 10 Euro pro Jahr verliert, dann ist das halt so. Das ist genauso wie bei einer guten Schleuder, ne? Die verliert auch kaum an Wert. Ja, das stimmt. Gut, dann geht das bei dir in die Gläser. Du hast richtig schöne Gläser, gefallen mir richtig gut. Danke, das freut mich. Ja, wie gesagt, die gehen ja auch. Das ist Marketing dann, ne? So ein bisschen. Da wollte ich jetzt gerade noch ganz. Da wollte ich jetzt gerade ganz kurz drauf anspielen. Was geht denn bei dir richtig gut? Also wo sagst du, da muss ich, da verkaufe ich richtig Honig? An der Haustür, im Supermarkt? Tatsächlich im Supermarkt, also was meistens Supermarkt. Ja. Also durch das Etikett, was ich so ein bisschen abhebe von den, ich sag mal 0815 Etiketten oder die Etiketten, die du im Imkerbedarf kaufst, die sehen ja alle so ein bisschen ähnlich aus, ne? Ja. Auch jetzt nichts gegen Dip, aber das kennt halt auch jeder seit, weiß ich nicht, 40 Jahren, wenn man sich ein bisschen abheben, die Leute das auch mal so, also viele Leute verschenken das auch halt, ne? Die kaufen den Honig und verschenken den, weil er halt ein bisschen optisch ansprechend ist. Ja. Und, ja, aber also vom Honig her geht hier auf jeden Fall Raps am meisten im Norden. Ja. Meiner Erfahrung nach. Das mögen halt alle, ist halt mild. Also ja, klar. Wahrscheinlich auch die Kinder. Ja. Ja, das stimmt. Ist bei uns auch viel, Hauptsache cremig, das ja. Läuft da nicht vom Brot und so. Wenn wir welche flüssigen Honig wollen, dann kann ich halt nicht mit denen. Ne? Ja. Aber macht ihr zu Hause Verkauf oder gar nicht? Doch, auch. Kann auch. Ich habe auch Öffnungszeiten bei Google. Also klingelt auch mal einer und holt was. Oder aber ist nicht die Welt, oder? Melden sich halt vorher, aber nee, okay. Ist nicht die Masse. Okay, gut. Das heißt ja. Ich habe auch kein Schild am Haus, Imker oder so. Ja. Bin ich nicht. Nachher der Veterinär oder was auch immer von der Lebensmittelbehörde gerne kommen. Muss auch nicht sein. Das ist also war guter, auch schon da. Guter Einwand. Da, aber ja, sehr gut. Aber immer kommt bestimmt mal ein Schild. Wenn dann hinten alles fertig ist im Honighaus oder Bienenhaus. Dann. Ja, klar. Aber ich glaube, das macht dann auch nicht den Riesenunterschied hier. Also wir haben keine stark befahrene Straße. Nee. Das hängt auch mal von der Lage ab. So. Der das weiß, der kauft, also die kommen da so oder so. Nee, aber es ist immer interessant zu wissen, wie, wo, ne, wo man das. Was ich mich frage bei manchen Leuten, wie die das, also ich habe auch einen Online-Shop, da geht sehr wenig drüber, zu Weihnachten ist ja mehr, aber ich frage mich immer, wie die Leute das machen. Also entweder machen sie viel, glaube ich, über Social Media, um einfach so ein bisschen, oder investieren in Google Ads, ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich. Da habe ich Samstag, nehmen wir, wenn alles hoffentlich klappt, noch eine Folge auf. Und da habe ich eine absolute
Vermarktungsspezialistin. Süddeutschland? Ja. Ja, verrate ich nicht. Brauchst nicht weiter fragen. Weiß ich schon wen. Und wenn die dritte Folge kommt, müsst ihr unbedingt reingucken. Die macht das wirklich, zumindest das, was ich sehen kann auf Instagram, ist absolut Wahnsinn. Da bin ich auch sehr gespannt, weil das auch so ein Thema ist, wo wir die meisten, die irgendwie mit Bienen zu tun haben, mit Bienen funktioniert immer hervorragend, aber dann ist der Honig da und dann mit dem Verkaufen, das ist dann immer so. So, aber da lernen wir dann ja alle dazu. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Gut, was haben wir noch auf dem Zettel? Ich habe bei Instagram ein paar Leute gefragt, ob sie noch irgendwelche Fragen haben an jemanden. Und eine der Fragen war Dokumentation der Völker. Wie dokumentierst du überhaupt? Machst du was? Schreibst du auf die Kästen? Hast du ein Buch dabei? Ich habe ein Edding oder schreibe ich mit der Jahresfarbe der Königin auf dem Deckel. Und mehr nicht. Dann habe ich noch Steine auf den Deckern drauf. Ja. Meistens, außer vom Wandern ist natürlich schlecht. Und dann mal einen Stein hoch kann stellen oder quer, das hat dann so ein paar Bedeutungen, so, damit man halt sich ein paar Sachen merken kann. Aber sonst, klar, Einsatz von Medikamenten muss dokumentiert werden. Na klar. Ich meine jetzt so, verständlich. Ist aber in Schwarmstimmung oder an sich. Ja. Ja, da wird dann mit dem Edding Kreuz drauf gemacht oder wenn die Königin ausgetauscht wird, steht da KT oder so eine Sachen halt. Ne? Ja. So, okay. Wirklich schnell und einfach. Ja, das ist wichtig, aber das fragen sich viele, wie man das. Eine große Imkerei hat ja nicht ein paar hundert Stockkarten unter den Deckeln liegen. Das macht ja keiner. Nee. Kannst du nicht bei jedem Volk dann die Stockkarte nochmal irgendwie 2-3 Minuten ausfüllen? Ja. Wenn 2-3 Minuten baust, musst du schon am besten 2 Völker irgendwie. Ja, na klar. Eben schnell. Ja, das ist tatsächlich. Aber es ist gut. Wenn du sagst, für dich ist das praktikabel, dann ist das schon mal ein guter Tipp, weil ich habe auch alles probiert und auch mit Apps und Zettel und Papier und Stift und im Endeffekt ist es, Arbeit, ne? Ja, du schreibst auf den Deckel, wenn irgendwas wichtig ist oder wie du schon sagst, legst den Stein irgendwie so hin, dass du nächstes Mal weißt, da war was. Ja. Okay. Und, das macht ja auch der Sebastian Feis. Ja. Deckel ja. Schreiben, ne? Und der hat ja auch ein paar mehr. Das ja. Was will er ja nie nennen. Aber werden bestimmt auch so, schätze ich mal, über 200 auf jeden Fall sein. Ja. So. Ich weiß immer nicht, wenn Leute viel, gibt auch genug Leute, die vermarkten ihren Honig nicht unter 10 Euro und da brauchst du vielleicht dann nicht mehr. Manche, das ist ja auch verschiedene Trachtregionen. Ich kenne keinen Berufsimker, der unter 150 hat. So. Nein. Das glaube ich auch nicht. Dann die, ich kenne einen, der wandert halt auch nur, der macht doch fast 100 Kilo pro Volk, ne? Ja. So. Nur in jede Tracht fährst und nur das machst und keine Königin und ja. Honig nicht wirklich vermarktest, sondern nur im Hauptort verkaufst. Dann ja, das klar. Machen, ne? Aber das musst du auch, 100 Kilo musst du auch erstmal machen. Das ist schon eine Nummer. Ne? Ja. Was ist das? Weißt du ungefähr so, wie es bei dir liegt? So in guten oder in schlechten Jahren? Also ich sag mal, wenn ich jetzt 40 hatte, war ich zufrieden. Ja. Aber auf Dauer sollen das schon so um die 60 mal sein. Also ja. Wenn ich was von anderen mal höre, die richtig gute Königin haben, die haben ja 40, 50 Kilo Raps, ne? Standard. Ja. So. Da muss man auch nochmal hinkommen. Also gibt's noch. Immer. Immer, gut. Potenzial nach oben geht immer. Ja, klar. Hast du irgendwelche richtigen Fehler gemacht in den letzten Jahren? So irgendwas, was euch richtig wehgetan hat? Also einen kleinen Fehler bestimmt mal, also als Anfänger mal, ne? Ableger mal umgestellt oder Völker mal umgestellt. Ja. So, fliegen die, ich meine so irgendwas, andersrum. Irgendwas, das so also richtig fatal? Nee. Naja, ich meine, man lässt doch mal was stehen, ne? Das meine ich ja nicht. Ich meine ja, dass du sagst, wenn ich nochmal anfangen würde, dann hätte ich auf gar keinen Fall Deutsch normal zweiräumig angefangen. Oder... Ja, aber es ist ja jetzt kein großer Fehler. Also es ist eine Entwicklung dann. Aber wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, man hätte dann anfangen, dann geht man natürlich jetzt ganz anders an, ne? Ja. Vornherein. Aber das ist halt das Wissen, was man jetzt so sich erarbeitet hat oder die Erfahrung. Ja. Ist, glaube ich, schwer zu sagen, dass es ein Fehler ist. Okay, ich drücke es anders aus. Was hättest du
Was hättest du früher kaufen sollen oder umstellen oder machen sollen? Also grundsätzlich, wenn man weiß halt immer nicht, was man will, ne? Oder wie das dann mal kommt. Das ist ja immer so. Machen wir mal 30 Völker, das ist das schon viel, machen wir mal 60 und so weiter. Eigentlich von vornherein, wenn man weiß, dass man ein paar mehr haben will, würde ich immer Material und Maschinen kaufen, die überdimensioniert sind. Ja. Von der Honigschleuder, ich glaube, das Spitzsiebel, brauchst du ja auch nicht mit anfangen, eigentlich am Anfang. Ja. Einfach das ist schon ein ganz guter Tipp, ne? Gleich ordentlich investieren, weil ich habe auch so viel alten Kram auch rumliegen. Noch eine alte Schleuder, die muss man mal verkaufen, mit Kassen auch keine Lust. So, das steht halt alles dann rum, ne? Ja. So. Ja, verstehe ich. Man kauft immer wieder Sachen und dann kauft man schnell und denkt mal, okay, das ist es jetzt. Und dann ein halbes Jahr später denkst du, nee, kann ich gar nicht mehr gebrauchen, ist zu klein. Ja. Nicht mehr. Ja. Irgendwie so. Okay. Wie geht es mit deinem Betrieb weiter? Also, neues Imkerhaus wird gebaut und dann. Wie geht es weiter? Wo, wenn wir uns in 2, 3 Jahren unterhalten? Dann werden es wahrscheinlich über 200 sein, gerne. Vielleicht noch in dem hauptsächlichen Job ein bisschen reduzieren. Ja. Ein bisschen mehr machen mit Imkerei, aber grundsätzlich das Problem ist, irgendwann halt den Honig zum guten Preis loszuwerden, ne? Ja. Auch wenn du Supermärkte hast, was ein guter Supermarkt verkauft, vielleicht 500 Gläser im Jahr. So, ne? Klar ist das nicht wenig, ja. Aber wenn du jetzt 20.000 Gläser hast, dann brauchst du auch erstmal 40 Märkte, die den Honig verkaufen. Ne? So, und da musst du halt erstmal rankommen. Das ist noch so ein bisschen, ich habe auch eine Marketing-Plattform, jetzt habe ich nochmal ordentlich investiert. Es ist für Startup-Unternehmen, die verbinden quasi den Kaufmann mit dem Produzenten. Ja. So, da sind halt die ganzen Rewe-Leute gelistet, Edeka und so weiter. Und dann kannst du halt Kontakt mit denen aufnehmen oder machst einen Rabatt, so eine Aktion, 10% auf Erstbestückung vom Supermarkt zum Beispiel. Und dann können die sich bei dir melden. Kostet allerdings auch 600 Euro im Jahr Gebühr. Mhm. Von daher, bisher war es noch nicht so erfolgreich, aber ist ja meistens so. Es dauert meistens ein bisschen anläuft. Wenn, ne? Wo gerade sagen, sag, schick mir den Link, wir blenden das hier unten ein, das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber ich denke mal, das ist so, ich würde es auch gerne hauptberuflich machen, aber ganz ehrlich, da braucht man schon einen gewissen, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich mache 50.000 Euro mit der Imkerei, ich mache mich hier selbstständig. Kann man, also aus meiner Sicht kann man das vergessen. Auch ja. Schon, also ich bin da hier so ein bisschen auf Nummer sicher. Man bräuchte dann mal aus meiner Sicht schon einen gewissen Umsatz, ja, so was, damit man sich halt da selbstständig machen kann. Das ist halt immer so der Grad, ne? Jetzt haben wir dann 30-Stunden-Job nebenbei. Ja. Das ist dann auch Wochenende, fällt flach in der Saison. Das ist klar, irgendwo ist auch dann eine Grenze erreicht. Ne? Da muss man halt irgendwie sich überlegen, was man will. Ja, ich meine, du sagtest, du bist 30. Also da. Ja, ich bin noch jung, aber. Ja, ich wollte sagen, da kann man. Die Nebenwirkungen merkt man schon. Ja, aber das. Wiechen hat man auch mal, ne? So. Ja. Aber da kommen auch noch mal so ein paar Lebensphasen, wo man dann auch noch mal nachdenkt. Und über, vielleicht geht das auch noch mal in eine andere Richtung. Also muss man sich ja nicht drauf festlegen. Ist ja, nein, eben. Nein, verstehe ich schon. Super. Ich glaube, dann haben wir es. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gebracht. Ja. Danke sehr, sehr auch. Cool. Fand das Gespräch auf jeden Fall. Ja, hat mich gefreut. Bin dann, gespannt, dass das noch so kommt. Ja, ich auch. Ich auch. Wenn die Zuschauer, die das jetzt... Es sind immer so ein paar richtige Profis. Ja, es ist nicht so einfach wie gedacht. Ja, ne? Es ist wirklich nicht so einfach. Ich kann mit ganz vielen Leuten, komme ich in Kontakt, aber dann Leute dazu zu kriegen, dann vor der Kamera auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber die jetzt noch dran geblieben sind, die bis hierhin durchgehalten haben, wenn ihr jemanden kennt oder selber Interesse daran habt, lasst mich wissen, die E-Mail-Adresse steht bei YouTube oder ihr schreibt es unten in die Kommentare und dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Gäste dazu kriegen. Aber mit deiner Anzahl an Völkern und mit dem, was du machst, bist du auch schon, gehörst ja schon zu denen, die mehr Völker in Deutschland haben. Ne? Also, man kann auch 400 Völker haben, aber so richtig drauf haben muss man das dann auch. Ne? Na klar. Die Völkerzahl ist ja nicht ausschlaggebend, finde ich immer. Nee, das stimmt, das stimmt. Super, dann Dankeschön. Ja. Dankeschön und wir sehen uns dann bei Folge 3.